Aha. Okay, ja, ich sehe schon, was die Leute hier hinten getötet hat. Wow! Das war mies. Ich habe doch gerade nach dem Typ geschaut. Mein Gott. Kann ich mich doch hier nicht einfach so beim Sightseeing stören? Das geht doch nicht. Hallo, du. Das Vieh sieht cool aus irgendwie, aber es kommt hier auch nicht wirklich ran. Stolz eines. Nee, Seele eines stolzen Ritters. Kannst du mal weggehen? Wieso bist du ja stehen geblieben? Man könnte ihn theoretisch angreifen. Während er Pause macht. Nee, aber er deckt den ganzen Bereich ab. Nein, das mache ich nicht. Vor allem komme ich dann sehr schwierig an meine Seelen ran. Gut, du stehst nicht auf. Geht's hier überhaupt weiter? Lebensstein dreimal, okay. Scheint mir jetzt gerade gar nicht so. Also es geht ja zu diesem Vieh da unten und da. Okay, das heißt, da geht's dann wahrscheinlich rein. Ich könnte mal probieren, in die Tür reinzugehen. Das Problem ist, die Tür hat eine verdammt lange Animation. Aber er hat eine verdammt lange Erholpause. Aber er trifft gerade so die Tür. Nein, 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 nein. Okay, wow, war das knapp. Ich glaube, das ist schon alles, was ich haben will. Oh je. Öffne die Truhe bitte schnell. Bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell. Okay, es ging so. Langschwert, Feuer. Ah! Langschwert hört sich gut an, Feuer hört sich auch gut an. Das tausche ich mal. Wie stark ist das? Ich glaube, das ist gerade meine Schwächste. 100 plus 45. 90 plus. Ne, du bist meine Schwächste. Aber 78 Feuer. Feuer macht guten Schaden gegen Untote, deswegen nehme ich einfach mal das. Ich glaube, das sollte ich im Moment eigentlich auch noch gar nicht haben. Aber ich habe es mir einfach trotzdem geholt. Gut, dem Vieh kann man jetzt auch eigentlich leicht ausweichen. Aber angreifen will ich es nicht. Nee, angreifen will ich es nicht, weil man kommt hin und kann es angreifen einmal, denke ich, aber dann weg. Ich weiß nicht, wie viel Schaden es macht. Das ist das Problem. Aber ich habe ein Feuerlangschwert, das ist doch schon mal etwas. Aber wie gesagt, dem Vieh will ich jetzt eigentlich noch nicht begegnen, vor allem in meiner, naja, in meiner Phase gerade eben noch, wo ich noch etwas anfällig bin. Ich sollte mal auf das Feuerlangschwert dann noch wechseln. Ist nicht nur ausrüsten. Okay, da ist es. Sehr gut. Wie geht es jetzt? Ach so, klar, jetzt geht es durch das Fenster wieder rein. Schau mal, wie viel Schaden es gegen die Untoten macht, aber ich denke eigentlich ziemlich viel jetzt. So, da hinten war der, da war der, ja. Ja, trotzdem nur noch drei Schläge, aber sieht gut aus. Wie viel hat es? Wie viel Ausrüstung? Wie viel? Okay, cool. So ein Schwert rollt da ein bisschen rum. 57 von 60. Okay, das hält also doch auch schon ein bisschen was aus. Gut. Zwei Schläge für die. Sehr gut. Ist der. Wow! Ich hasse es, wenn die bloß mit ein bisschen Leben noch überleben. Habe ich das schon mal gesagt? Der ist schon noch ein bisschen rumgekrochen. Das. Na gut, okay. Schlucke ich nochmal so eins, dann gehe ich da oben drauf. Wie gesagt, ich glaube, das Feuerlangschwert kann mir jetzt gut helfen. Okay. Und jetzt dich noch. Du bist aber auch kein großes Problem. Vor allem, wenn ich das mache. Und dann das. Ja, sehr gut. Wie gesagt, gegen das Feuervieh, wobei, wie viel Feuerabwehr habe ich mit meinen Schilden? Bestes Feuerabwehrschild 30, 30, 40, 50, 65. 2x 65. Es wäre fast schon eine Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es wagen soll. Ich glaube, ich gehe mal hin. Was soll mich schon erwarten, außer der Tod? Ich meine, gestorben bin ich jetzt schon, also. Ich gehe mal hin mit dem Feuerschild.
Am besten dann nicht mit dem Feuerschwert. Vielleicht mit der Axt. Ne, mit dem Langschwert. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann gehe ich da nochmal hin und guck mal. So, das Feuerschild. Das Problem ist halt, dass ich mich hier jetzt ein bisschen zuklump. Jetzt bin ich mir schon bei 61%. Du da. Was? So schwierig? So schwer? 13 Beweglichkeit. Ah ja. Okay, dann nehmen wir nochmal das andere. Du warst 65 Feuer. Ich habe jetzt halt wirklich bloß ein bisschen Schiss vor dem Vieh, dass es mich einfach killt. Vor allem jetzt halt mit 5000 Seelen in der Tasche, ist das ärgerlich. Ich weiß, was ich mache. Ich teleportiere mich kurz zu der Smaragdbotin. Hieß die so? Level da auf und dann. Majula. So. Sind wir auch das erste Mal gereist. Sehr schön. Und. Hallo. Bearer of the curse. Ja. Ja. Seek. Ja. Lest this. Okay, aufsteigen. So. Ich steig nochmal. Vitalität auf jeden Fall nochmal auf. Konstitution nochmal. Geschicklichkeit auch mal. Wow. Und hier nochmal. Belastung. Ja, Belastung kann man auch. Wenn ich will später wieder sehr schnell sein. Also am liebsten unter 50% mit der schweren Rüstung kommen. Und dafür brauche ich natürlich Belastung viel und Konstitution natürlich auch viel. Ja, beziehungsweise wenn dann eigentlich bloß Belastung. Also Belastung bräuchte ich aber schon dann viel, das ist eigentlich. Und dann am besten wieder mit einer schnellen Waffe. Das wäre eigentlich wieder mein Idealziel. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, bin ich so einverstanden. Jetzt waren wir bei 61%, jetzt bin ich... Achso, 66, ja gut, okay. Kann ich jetzt verbrennen? Gut, wäre eh blöd gewesen, da ich jetzt eh auf eine Suicide-Mission gehe. Aber trotzdem. So, Wald der Gefallenen. Kardinalsturm. Also das finde ich sehr schön gemacht, dass man sich zu jedem Leuchtfeuer teleportieren kann. Allgemein auch die ganze... Das ganze Interface dafür ist cool. Gefällt mir wirklich. Die Frage ist bloß, wieso kann ich nicht wieder lebendig werden? Ist jetzt nicht möglich. Wieso nicht? Gut, okay. Hier bekomme ich jetzt zwar ein paar Seelen, aber das ist jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Deswegen... Kann ich die jetzt ruhig nehmen? Das ist schön mit dem Feuerlangschwert. Dachte ich mir, dass es gut gegen die Untoten ist. So, hier runter. Wupp. Okay, hier waren noch ein paar Umstreifende. Genau da. Drei Stück. Gehen ja. Und dann probieren wir es mal gegen den Feuermolch. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich schau mal, was die große... Okay, okay, das ist so einer. Du hast einen Gegenstand von mich. Stiefel, na. Lebensstein, sehr gut. Du dahin doch, dich lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Okay, dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich warte das nächste ab und gehe dann hin. Da hinten ist einer, okay. Sogar zwei, krass. Kommen die her? Aua. Wo zum Teufel kommt ihr her? Ich habe doch da hinten keinen übrig gelassen, oder? Jetzt muss ich hier nochmal einen Lebensstein nehmen, weil ich sonst drauf gehe. Okay, und dem Feuer hinterher, dem Feuer hinterher. Ah, ich kann dich gar nicht besiegen. Ah ja, okay. Zumindest nicht mit einer Nahkampfwaffe. Gut, okay. Da hinten geht es zumindest nicht weiter. Vielleicht kann ich ihn gerade so treffen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber dann... gut. Dann wird es halt zu einem sehr blöden Kampf, den ich wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Und deswegen... Aber wie kommen wir dann da hin? Wahrscheinlich von da hinten. Wir werden wahrscheinlich noch einen langen Weg hier durchgehen. Ja, ich denke nicht, dass es gleich enden wird. So, Feuerlangschwert. Sehr schön. Das werde ich mir hoffentlich auch bewahren.
Allgemein ist es natürlich ärgerlich, dass ich hätte dem Schmied seinen Schlüssel geben können. Das kann ich aber eigentlich auch noch gleich. Beziehungsweise müsste ich irgendwann mal aufhören. Wow, das ist cool. Ich mag das. Diese kritische Angriff, das ist halt... Ich müsste doch mal parieren eigentlich. Weil wenn dieser kritische Angriff schon so cool aussieht, dann sieht das Parieren wahrscheinlich auch gar nicht blöd aus. Ah, bloß bei dem werde ich das gerade nicht probieren. Gut, weil das gerade auch ein Bogenschütze ist. Au, 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 au. Okay. Ah, der hat mich trotzdem noch getroffen, aber ich kann mein Estus Flakon nehmen. Die Frage ist natürlich, wieso kann ich mich nicht regenerieren? Wunderbar. Was? Okay, das war ein... Wie nennt man das? Ein Half? Ah, ich hab's vergessen. Ich hatte es mal im Kopf, wie man das nennt, aber... Naja, wie gesagt, hab's vergessen. So, du hörst jetzt auf, mit Bomben nach mir zu werfen. Sehr gut. Okay, ich habe ihn wenigstens runtergeholt. War das Ganze nicht ganz umsonst? Okay, aber dich habe ich nicht geweckt. Ich will jetzt dich eigentlich mal richtig parieren. Das hat sehr gut funktioniert. Ich lasse es mit dem Parieren. Wobei ich das eigentlich auch wieder gerne lernen würde. Brauche ich dafür noch irgendwas, um mich wieder menschlich zu machen? Gegenstandskiste, nee. Ach so, weil ich keine... Oder wie? Nee, aber wenn ich die Menschlichkeit doch hier nehme... Damit können wir Höhlenwerdung umkehren. Schwächt außerdem die Verwendung in den Welten und Leuchtfeuer verbrennt und wandert was rein. Ich probiere es einfach mal. Benutzen. Menschlichkeit zurückgehalten. Ah, und jetzt? Das Verbrennen ist, damit ich, das Leuchtfeuer größer machen kann. Aber dafür brauche ich erst eine Flamme wieder. Ach, da unten ist nochmal so ein Gecko. Okay. Gut, diesmal muss ich mir aber bekämpfen. Gut, okay. Aber das ist interessant. Das heißt, ich kann jederzeit meine Menschlichkeit wiederherstellen. Und damit mein komplettes... Aua, aua, aua. Ich sollte mal mein Dings wieder wechseln, mein Schild. Und kann damit wieder mein ganzes Leben wiederherstellen. Also was heißt mein ganzes Leben? Ich kann halt... Ja, mein maximales Leben wiederherstellen. So. Okay. Das klappt aber schon mal ziemlich gut mit dem Langschwert. Ah, natürlich verschlossen. Da geht's rein. Wo geht's da hin? Ist da auch wieder verschlossen? Da bin ich runtergekommen. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay, eine Abkürzung. Gut, gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh je. Oh je. Wo geht's dahin? Verschlossen, natürlich. So wie es hier aussieht, sieht es nach dem ersten Boss aus. Ich glaube, ich höre ihn schon. Oh, wo kommst du her? Meine Güte. Wie fliegt er denn weg? Ich will eigentlich mein Estus hier nicht schon verbrauchen. Ach komm, wenn ich drauf gehe, dann gehe ich drauf. Okay, kein Boss, gut. Irgendwann muss der erste Boss kommen und wir sind jetzt eigentlich schon so weit, dass er kommen könnte. Ich höre einen Bogenschützen. Deswegen habe ich da ein bisschen Sorgen. Ja, du kommst ja nicht durch. So intelligent bist du nicht. Er macht es einfach kaputt, natürlich. Auch eine Möglichkeit. Aber ich habe doch gesagt, dass du so nicht so intelligent bist, um einfach vorbeizukommen. Da hatte ich recht. Feuerbombe, okay, naja. Besser als nichts vielleicht. So, du nochmal. Sehr gut. Und was haben wir denn hier hinten? Okay, da will ich erstmal hoch. Da mir sonst der Typ tierisch auf die Nerven geht. Der jetzt runtergesprungen ist, natürlich. Hallo Drache.
Du bist kein Drache, du bist eher ein riesengroßer Rabe. Ah ja, natürlich. Luftunterstützung. Ich will da oben nicht bleiben. Hallo du. Ah oh. Aha. Okay. Muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass der Typ vom Raben geschickt wird und dann wieder verschwindet, oder? Oder doch? Ich hatte gerade ein bisschen Panik. Vielleicht hat man es nicht gehört. Ah, diese Sprünge hier schon überall. Und das ist im ersten Level eigentlich. Anführungszeichen ersten Level, schreiben noch Open World. Und haben sie sehr gut auch hinbekommen mit dem Open World. Finde ich wirklich schön. So, bis das jetzt noch ja, gut aus, was die Leben angeht. Natürlich trifft mich genau dann der Bogenschütze. Na, wow. Der hat heute aber auch ziemlich Wasser getrunken, muss man sagen. Okay, wie ging es denn jetzt aber da runter? Von da am besten. Nein, 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 nein. Okay, wo bin ich denn jetzt? Hier will ich, glaube ich, gar nicht sein. Ja, man kann sich hier immer noch bewegen, das war blöd. Wo bin ich denn jetzt? Sollte ich diesen Sprung überleben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, sonst hätte ich ihn nicht überlebt, aber trotzdem. Die Gegend sieht jetzt nicht so freundlich aus. Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Habe ich das sogar übersehen, aber naja, gab ja nicht viel zu finden, ne? Ne, nicht so viel. Auf die andere Seite komme ich ja nicht. Da muss ich ja von hier, von hier her runter. Ah ja, das sieht schon wesentlich angenehmer aus. Ja. Okay, aber du kannst nicht viel, weil du viel zu lange ausholen musst. Nochmal eine Fackel, sehr gut. Kann ich später auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Aua! Das hat mich A zu Tode erschreckt und B hat's wehgetan. Okay. Der Bogenschütze da drüben geht mir sehr auf die Nerven. Die Frage ist, wie komme ich hier ran? Gar nicht, von der Seite zumindest. Also von jetzt gerade, sage ich mal. Von da dann? Nee, eigentlich auch nicht. Also nicht so wirklich. Von da unten komme ich dann ran, okay. Das heißt, jetzt noch nicht. Will ich mich mit dem Ritter anlegen? Kommt der wieder? Schauen wir nicht. Oh, wäre schade, wenn der einmalig wäre. Er hat mir zwar Angst gemacht, aber ich meine, besiegt hätte ich ihn vielleicht doch schon gern. Wusste ich ja nicht, dass er jetzt nicht wiederkommt. Vielleicht, wenn ich das Gebiet neu starten würde. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wobei, ich denke, dass ich bei dem einfach auch bloß draufgegangen wäre. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass ich eine große Chance gegen ihn gehabt hätte. Okay. Das kam überraschend und war laut. Ach, guck mal. Gut. So viel dazu. Ja, ja. Der ist schon noch ein bisschen zu teuer. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen sollte. So, ich setze mich nochmal hin und gehe dann wieder. Damit ich einfach wieder alles voll habe. Die Leute hier sind jetzt gerade nicht so schwierig. Dann schaue ich mal, ob er jetzt wiederkommt. Weil ich glaube, dazwischen habe ich nicht gerastet. Nee. Nee, kommt immer noch nicht. Schade. Habe ich tatsächlich diesen Ritter vermasselt? Das finde ich jetzt echt... Oh. Nicht gut. Irgendwie gar nicht gut. Einerseits macht es mich traurig. Andererseits, wie gesagt, hat es mich vielleicht von einer großen Dummheit bewahrt. Schimmernder Lebensstein. Das hört sich doch gut an. Weil ich wäre bestimmt gegen den Typ draufgegangen. Bestimmt. Und wenn er dann weg gewesen wäre, dann hätte es mir auch nichts mehr gebracht.